Habe mich mal wieder aufgemacht, um im Eichsfeld zu wandern. Diesmal bin ich nach Bornhagen gefahren. Ab dem Hansteinparkplatz ging es Richtung Burg, danach kurz durch Rimbach, dann habe ich die Burg unterhalb umrundet, kam wieder nach Bornhagen. Von dort ging es dann zur Teufelskanzel, auf dem Rückweg noch kurz zur Junkerskuppe und danach wieder zurück auf den Parkplatz Hanstein. Vom Parkplatz aus hat man schon einen herrlichen Blick hinüber zur Burgruine und die gesamte Umgebung. Tolle Kontraste boten sich heute beim Blick in die Landschaft, wie hier der Nebel im Tal. Da ich schon gelesen hatte, dass die Burg heute geschlossen ist, bin ich nur ein Stück den Burgweg hinaufgegangen und danach dann abgebogen in Richtung der Kirche von Rimbach. Die Kontraste konnten heute wirklich nicht besser sein, wie hier die Burgruine bei Sonnenschein und blauem Himmel. Die Kirche war leider geschlossen und so konnte ich sie nur umrunden und habe immer wieder einen Blick hinauf zur Burgruine Hanstein geworfen. Eine verwinkelte und romantische Treppe führte nun hinunter zum Ende des kleinen Dörfchens Rimbach. Die beiden Schafe schauten mich etwas erstaunt an und ich wanderte dann erst einmal weiter bis zum Kolonnenweg. Der Kolonnenweg wurde früher von den Grenztruppen der DDR genutzt und ist heute ein ausgezeichneter und befestigter Wanderweg. Ich folge dem Wegweiser nun in Richtung Bornhagen und werde somit die Burg einmal umrunden. Mit dem Zwei-Burgen-Blick wird es natürlich heute nichts werden, denn der gesamte Nebel liegt im Tal der Werra. Und wer sich für die Geschichte des Hansteins interessiert, der kann hier viel auf den Tafeln darüber lesen. Und nun sieht man auch, warum es mit dem Zwei-Burgen-Blick nichts wird. Im Tal der Nebel, darüber und nach vorne die Sonne. Dieser Wanderweg ist auch nicht allzu lang und so komme ich kurz darauf auch wieder in Bornhagen an. In Bornhagen gehe ich dann ein Stück in den Ort hinein, zu dem wohl doch schon über die Eichsfeldgrenzen hinaus bekannten Klausenhof. Schaue mich dort auch erstmal ein wenig um und werde danach meinen Wanderweg fortsetzen. Berühmte und vom Namen her vielsagende Straßen gibt es ja in Deutschland viele. Und hier ist es die Deutsche Wurststraße. Bis nach Santiago de Compostela will ich natürlich heute nicht, das wäre mir zu weit, aber dafür will ich noch bis zur Teufelskanzel. Die Kirche war geschlossen und ich sah mir somit Bruder Klaus an. Auf dem Weg hinauf fielen mir dann einige Tauben auf und die Vögel machten auch schon Krach wie im Frühling. An einem Rastplatz kurz vor dem Weg zur Burg Hanstein konnte man sie hier noch über einiges informieren und ich kam danach auch wieder auf den Parkplatz des Hansteins an. Von hier aus wollte ich nun heute auch noch den Weg bis zur Teufelskanzel nehmen. Auch hier am Parkplatz konnte man sich auf vielen Hinweisschildern über vieles hier in der Umgebung informieren.
Noch bevor es in den Wald hineinging, kam noch ein weiterer Aussichtspunkt und man konnte von hier aus weit ins Land schauen. Und ich habe mir dann auch einmal die Zeit genommen, um meine Drohne aufsteigen zu lassen, um von oben noch ein paar schöne Einblicke einzufangen. Und nun kann man die Kontraste wunderschön sehen. Auf der einen Seite eitler Sonnenschein und unten im Tal liegt der Nebel. Hier schaut man nun von Thüringen aus hinüber nach Hessen und in das Land Niedersachsen. Nach einigen Startschwierigkeiten meiner Drohne und kurzen Rundumblick wurde es auch wieder Zeit, sie landen zu lassen, damit ich mein restliches Wanderziel für heute noch erreichen werde. Also ging es nun in den Wald hinein und ich war auch wieder auf dem bekannten Eichsfeld-Rundwanderweg angekommen. Hier mahnte ein Schild vor matschigen Wegen, ich habe ihn trotzdem genutzt, dreckige Schuhe bekommen, aber dafür wunderschöne Aussichten. Bei meiner Wanderung durch den Wald bot sich nun auch schon der erste Blick hinüber nach Gerbershausen. Einige Reste von Schnee waren ja hier auf den Wegen noch zu finden, da aber kein Frost war, war der Weg doch sehr matschig. Nun bog der Weg zur Junkerskuppe ab, aber das wollte ich mir vornehmen, wenn ich zum Schluss noch Zeit habe. Was hier so durch den Wald glitzert, ist die unten fließende Werra. Ich wandere ja hier auf dem Kammweg und deshalb befinde ich mich direkt an der Abbruchkante hinunter zur Werra. So langsam wird der Weg etwas felsig und steiniger und ich komme an den ersten Aussichtspunkten, wo ich hinunter ins nebelverschleierte Land schauen kann. Ich war ja schon einige Mal hier oben, aber diese Art von Aussicht hatte sich bisher mir doch nicht geboten. Meist hatte ich klares Wetter und so war es heute mit dem verhangenen Nebel ein einzigartiges Naturschauspiel. Nun war der Weg bis zur Teufelskanzel, einem heute mir gesteckten Wanderziel, nicht mehr weit. Vor mir erscheint sie nun, die Teufelskanzel, und man kann dann von hier oben weit hinein ins Land schauen. Und ich war beeindruckt von dem Blick, den ich heute genießen konnte. Man sah mal nicht wie gewohnt den Ort Lindewerra oder die in Hufeisenform verlaufende Werra, sondern ein märchenhaft verhangenes Tal im Nebel. Kurz schaute ich mich hier oben auf dem Plateau dann noch ein wenig um. Die Gaststätte ist zurzeit auch geschlossen und dann ging ich den Weg wieder zurück. Der Neugierde halber bog ich dann den 500 Meter langen Weg zur Junkerkuppe noch ab und wollte mal schauen, was mich da noch so erwartet. Aber allzu viel war es dann nicht, was ich hier oben sehen konnte, außer ein mit einem alten Metallzaun umgebenes Häuschen und das ich auf der höchsten Kuppe hier in der Umgebung, also der Junkerkuppe, angekommen war.
Nun kann ich also berichten, dass ich einmal 511 Meter hoch hier gestanden habe und danach ging es dann auf dem Weg wieder zurück und ich kam dann auch bald wieder unten auf dem Parkplatz bei Burg Hanstein an. Und wie es so ist, ich war auf dem Rückweg und andere suchten erst ihr Wanderglück heute hinauf in den Wald.